Wie ein bunter Farbklecks in der Landschaft steht es da, das Zirkuszelt von St. Ottilien. Und jeder weiß sofort, in den kommenden Tagen herrscht hier rund um das Benediktinerkloster Ausnahmezustand. Für die Nase gibt es entlang der Jahrmarktbuden Leckeres zu erschnuppern, für die Augen ganz Verwunderliches zu sehen und mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Doch was nach ganz viel Spaß aussieht, bedeutet auch jede Menge Arbeit. Knapp 2 Jahre Planung und rund 600 helfende Hände, vorrangig Schülerinnen und Schüler des Rabanus-Maurus-Gymnasiums, machen das hier überhaupt erst möglich. Hallo, ich bin die Hanna und ich verkaufe hier Zuckerwatte und die gehört für mich zum Zirkus einfach dazu. Hallo, ich bin der Moritz und ich schaue, dass der Zeltplatz immer sauber bleibt. Ich bin die Emilia und ich mache das Programm und sorge dafür, dass alles reibungslos klappt. Ich bin der Marius, ich bin von der Öffentlichkeitsarbeit und wir sind zuständig für Fotografieren, Werbung und Presse. Ich bin die Lena, ich komme vom Sanitätsdienst und wir versorgen alle, gucken, dass es allen gut geht und sind immer da. Ich bin der Christopher, ich bin dieses Jahr für die Technik zuständig und wir machen Licht und Ton im Zirkuszelt. Hallo, ich bin der Martin, ich sorge fürs leibliche Wohl mit Würstchen und Pommes. Ich bin der Markus, stellvertretender Zirkusdirektor und kümmere mich um die Belange aller Artisten. Diese und all die vielen anderen Jungs und Mädels planen den Zirkus nicht nur, sondern leben ihn. Und wer einmal so ein Großprojekt auf die Beine gestellt hat, den haut so schnell auch nichts mehr um. Das ist Schule fürs Leben. Mittlerweile füllt sich der Zeltplatz mit Besuchern. Auch diese Vorstellung wird wieder ausverkauft sein. Und während sich vor dem Zelt immer mehr Besucher in die Schlange einreihen, wärmen sich die Artistinnen hinter dem Zelt bereits auf. Noch ein allerletztes Mal wollen sie die kniffligsten Figuren ihrer Choreografie durchspielen. Wie Kasper zum Zirkus St. Ottilien! Bevor es dann endlich heißt, Manege frei für den Zirkus St. Ottilien. Vor allem ist es mitreißend, glaube ich. Was man merkt, ist die Euphorie und die Energie und die Freude, mit der die Kinder und auch ich da in der Manege sind. Und das versuchen wir zu transportieren. Es sind teilweise wirklich auch akrobatische Höchstleistungen. Also wenn ich hier jetzt an unseren Aerial Cube denke, das ist faszinierend, was die da in dieser Höhe, dazu gehört Mut, Kraft, Koordination. Also es ist gigantisch. Aber es sind auch die kleinen Nummern. Es ist auch eine Superpuste. Eine clowneske Nummer, die seit 1991 bei keinem Zirkus fehlen darf. Und das ist die ganze Bandbreite, die, glaube ich, den Zirkus St. Ottilien ausmacht. Am Ende muss eines rüberkommen, nämlich der Spaß, den wir an der ganzen Geschichte haben. Spaß, ja. Das ist es. Und diesen Riesenspaß, den alle Mitwirkenden, auch die Zuschauer haben, kann man hier im Zirkuszelt förmlich spüren. Über 50 Nummern haben die Schülerinnen und Schüler im Programm. Bei jeder Vorführung wird wieder neu zusammengewürfelt. Und so hat auch jede Show ihren ganz eigenen Charakter. Und auch in diesem Jahr hat die Partnerschule von St. Ottilien, die Inkamana High School aus Südafrika, wieder Verstärkung geschickt. Sie sind extra für die 15 Aufführungen angereist. Ob kleine oder große Gäste, von weit her oder aus der Nachbarschaft, der Zirkus St. Ottilien begeistert auch in diesem Jahr wieder jeden einzelnen Besucher. Das ist ein super Event von A bis Z. Also erstmal, dass die Kinder das alles auf die Beine stellen, darauf hinproben, den Markt auf die Beine stellen. Die Akrobatik, die Künstler im Zirkus, das Kloster ist mit dabei, so rundherum perfekt. Weil es einfach lustig ist und Spaß macht zuzugucken. Dass die Kinder so alles geübt haben und dass sie trauen sich, dass sie im Lauf gehen, überhaupt, dass sie Menschen Freude machen. Wunderbar. Wir haben in Malaysia gewohnt und wohnen jetzt in Eresing. Und haben das vor 3 Jahren das erste Mal hier gesehen, weil die alle Nachbarn gesagt haben, das ist so toll. Und habe jetzt meine Kinder eingeflogen und meine Enkel. Und die haben nur, um das anzugucken. Das ist oberaffengeil. Herzliches Willkommen, den Abnehmer Semeritus Novgorod. Und
noch jemand hat sich unter die Zuschauer gemischt. Jemand, dessen Herz ganz besonders an diesem Zirkus hängt, weil mit ihm, damals noch Erzabt von St. Ottilien, 1991 alles begann. Es war damals eine schwere Geburt, muss man zunächst sagen, weil das alles so rasch gehen musste. Wir hatten, ich glaube, es war im Dezember oder im Januar, hatten wir die Idee und im Juli sollte das Ganze schon stattfinden. Es war also enorm viel Arbeit zu leisten und alle waren auf den Beinen, es hat aber dann gut geklappt. Und ich schaue natürlich fast nostalgisch zurück, aber mein Gott, das muss weitergehen und das freut mich so sehr, dass es weitergeht. Und so ist in nur 27 Jahren aus einem kleinen, spontanen Schülerzirkus am Ende des Schuljahres ein richtiger Besuchermagnet, ein wahres Großprojekt geworden, in das Schule und Kloster gleichermaßen mit einbezogen sind. Und das gibt es auf der ganzen Welt wohl kein zweites Mal.